Handeln, bevor es zu spät ist. Beim 6. Fachtag Kinderschutz ist der Handlungswille groß. Polizeipräsident Alexander Deselhus stellt die Zahlen vor. Wenn wir uns das jetzt ansehen für das Jahr 2022, für 2023 sind die Zahlen noch nicht raus. Da sprechen wir von Straftaten, wo Kinder Opfer waren, egal was jetzt genau die Straftat ist, von 1014 Straftaten in Duisburg. Und das ist eine Steigerung von fast 30% im Vergleich zu 2021. Insofern ist es ein Feld, wo wir genau hingucken müssen. Einen großen Fokus legt die Polizei auf Kinderpornografie. Hier gab es einen Anstieg um 6%. Die Anzahl ist in den Jahren davor aber noch viel extremer gestiegen. Auch bei häuslicher Gewalt gab es eine Steigerung von etwa 30%. Insgesamt betrachtet liegt Duisburg damit im bundesweiten Durchschnitt. 2022 gab es außerdem kein einziges getötetes Kind. 2023 gab es eins. Eine niedrige Zahl, auf die man aber nicht stolz sein muss, betont Alexander Deselhus. Nur durch Glück sei es bei eins geblieben, denn es gab 3 Tötungsversuche. Dr. Peter Seifert von WISKID e.V., ein Verein, der ein elektronisches Informationssystem für Ärzte entwickelt hat, will damit ebenfalls einen wichtigen Teil zum Kinderschutz in Duisburg beitragen. Misshandlung ist eine chronische Sache, wie eine chronische Krankheit. Die passiert nicht einmal, sondern dauerhaft. Und je früher wir den Kindern helfen können und natürlich auch den Eltern oder den Tätern, die das häufig nicht bösartig, sondern so machen, wie sie es machen, weil sie es nicht besser können, und denen dann auch gemeinsam helfen zu können. Immer mit dem Ziel, den Kindern darf nichts passieren. Über den Tatort Internet hat Kriminalhauptkommissar Ingo Thiel aufgeklärt. Eine große Gefahr: Cybergrooming, die gezielte Anbahnung sexuellen Kontaktes mit Minderjährigen durch das Internet. Sehr viele, die, sage ich jetzt mal, Opfer von Cybergrooming werden oder Opfer im Netz werden, zeigen es gar nicht an, weil sie sich gerade im, ich sag mal, im sexuellen Erpressungsbereich schämen. Die Dunkelziffer ist enorm hoch und die Zahlen steigen stetig. Deswegen soll der Fachtag alle auf den neuesten Stand bringen und Vernetzung ermöglichen. Von Kita über Jugendamt bis Polizei. Hier steht Kinderschutz an allererster Stelle. Beim Fachtag Kinderschutz wurde sich also ausgetauscht. Alles unter der Frage, wie können wir Kinderschutz in Duisburg verbessern? Meine Kollegin Vanessa hat da ein paar Antworten drauf. Sie war nämlich gestern bei dem Fachtag dabei. Hallo Vanessa. Hallo Anna. Ja, gestern waren viele Akteure in Sachen Kinderschutz dabei. Auf welches Ergebnis konnte man sich denn am Ende einigen? Wie kann Kinderschutz in Duisburg noch besser werden? Ja, also was gestern auf jeden Fall klar geworden ist, ist, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit erstmal zwischen diesen ganzen Akteuren ist. Also Polizei, Schule, Jugendamt, Kitas und auch die Politik. Weil nur so kann auf schnellen Kommunikationswegen auch schnell Fälle von Kindesmissbrauch oder Verdachtsfälle kann dann schnell eingegriffen werden. Das Oberthema vom Fachtag war aber vor allem Prävention von Kindesmissbrauch. Ein Fokus lag dabei auf dem Tatortnetz. Dazu hat Ingo Thiel, Kriminalhauptkommissar in Viersen und zweiter Vorsitzender von WISKID, was WISKID genau ist, da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Der hat aber einen Vortrag darüber gehalten, welche Gefahren im Internet Kinder ausgesetzt sein können, und hatte auch einen Appell an die Politik gehabt. Denn er hat die, in seinen Worten, schlechte Speicherfrist oder das schlechte Speicherfristgesetz in Deutschland kritisiert, also die Speicherung von einer jeden IP-Adresse, die nämlich nach spätestens 7 Tagen von den Internetdiensten gelöscht werden muss. Das erschwert natürlich die Strafverfolgung erheblich, wenn die IP-Adresse eines Täters nach 7 Tagen verschwindet, auch wenn erst oder gerade wenn erst Wochen später eben der Fall zutage kommt. Wenn die schon davon reden, sagen, wir müssen das ändern, ja, dann sollen sie das doch ändern. Der Mensch ist geneigter, bei großen Handelsketten im Internet einzukaufen und mehr Preis zu geben, als ein Vorratsdatenspeicherungsgesetz bewirken würde. Und das würde den Ermittlern bundesweit enorm helfen. Und wenn wir von Anschlagsverhütung oder geplante Anschläge, die in Deutschland verhütet worden sind oder vereitelt worden sind, sprechen, kommen die nicht von unseren Diensten, sondern immer von auswärtigen Diensten, die ganz andere Gesetze haben und die einfacher sind. Da sollte sich also unbedingt etwas tun, seiner Meinung nach. Also je länger die Frist, desto besser ist natürlich die Arbeit der Polizei. Aber Speicherfrist von IP-Adressen ist ein kompliziertes und viel diskutiertes Thema, auch in anderen Ländern. Wenn wir noch weiter über die Gefahren für Kinder im Internet sprechen, wie haben die sich so entwickelt? Die haben sich enorm entwickelt in den letzten paar Jahren, entwickelt sich auch immer noch. Social Media hat natürlich einen wahnsinnig großen Teil dazu beigetragen. Ist eine sehr große Angriffsfläche, nenne ich mal, wo eben Fremde oder auch Leute, die die Kinder schon kennen, die Kinder überreden können, zum Beispiel sowas wie Nacktfotos zu schicken. Da kommen wir dann auch in den Bereich von Cybergrooming, also die gezielte Anbahnung sexueller Kontakte mit Kindern über das Internet.
Meistens geht das dann auch später mit Erpressung einher, indem der Täter oder die Täterin, wobei es da meistens Täter sind, dass sie die Kinder zwingen, weitere Handlungen vorzunehmen, weitere Bilder zu schicken, indem sie sagen, wenn du das nicht machst, dann poste ich aber das Bild, was du schon geschickt hast, überall. Das ist natürlich ein wahnsinnig schwieriger Fall dann immer. Und von diesen Fällen hat es in Duisburg im letzten Jahr circa 20 gegeben. Das sagt Manuela Grötschel vom Duisburger Kinderschutz. Die haben nämlich eine Fachberatungsstelle genau für solche sexualisierten Gewalttaten. Und um solche Fälle von vornherein zu vermeiden, geht sie zum Beispiel auch an Schulen als Präventionsmaßnahme. Also da machen wir im unmittelbaren Kontakt die besten Erfahrungen, gerade im Präventionsbereich, wo wir an den Schulen sind und wo völlig klar ist, da sitzen ganz viele Betroffene in jeder Klasse, also spätestens ab Klasse 6, 7 hat man da eigentlich immer Treffer und dass die da mit uns ins Gespräch gehen. Gestärkt würde das rechtlich jetzt auch über das neue Kinder-Jugend-Stärkungsgesetz, wo anonyme Beratung nochmal besonders hervorgehoben wird. Das sind so die Zugänge und die niederschwelligen Zugänge für die Kinder-Jugendlichen selbst. Die Jugendlichen gestern an der Schule, da waren wir an der Förderschule, die haben alle gesagt, sie würden sich auf gar keinen Fall an ihre Eltern wenden, wenn da etwas passieren würde. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass wir da auch vor Ort sind in der Prävention und auch einfach den direkten Zugang schaffen, auch wenn sie noch nicht betroffen sind oder möglicherweise sich nicht selber Rat gesucht haben bisher. Auf der anderen Seite berät die Fachberatungsstelle natürlich auch in Fällen, wo es dann zu sexualisierter Gewalt gekommen ist. Da gab es letztes Jahr rund 140 Fälle, wobei ein Großteil Fälle waren mit tatsächlich körperlicher Gewalt, körperlichem Kontakt. Alle Mitarbeiter in der Beratungsstelle haben dabei einen traumatherapeutischen Hintergrund, wobei man sagen muss, es ist nicht jedes Kind leicht traumatisiert, aber die Belastung ist natürlich schon in jedem Fall eigentlich relativ hoch. Was dann in der Beratungsstelle passiert, das variiert dann auch je nachdem, was der Auftrag ist. Also es kann sein, dass jemand sagt, ich möchte jetzt hier 2, 3 Infos haben und das reicht mir auch erstmal, dann machen wir das so. Und wenn Kinder, Jugendliche mit uns in Kontakt gehen und sagen, ich brauche jetzt hier irgendwie ein Gesprächsgegenüber, also im Sinne von einer stabilisierenden Hilfe, das kann therapeutische Mittel beinhalten, aber wir machen keine Psychotherapie an sich, dann bieten wir das natürlich auch an und das wäre dann auch länger fristig angelegt. Der Kinderschutzbund ist also die Anlaufstelle in Duisburg, die auch immer sehr bemüht ist, sich so gut wie möglich aufzustellen. Jetzt stand beim Fachtag ja auch der Austausch mit den Ärzten vor allem im Vordergrund. Der Tag ist von der Kinderschutzgruppe der Helios Klinik und RiskKid organisiert. Welche Rolle spielt denn jetzt RiskKid beim Kinderschutz genau? Genau, also RiskKid ist ein elektronisches Informationssystem für Ärzte, wo sie den Namen eines Kindes eintragen können, wenn sie medizinische Befunde finden, die eventuell auf Missbrauch hindeuten. Also zum Beispiel Hämatome, wo nicht ganz klar ist, wo das Kind das her hat. Denn wenn da tatsächlich ein Fall von häuslicher Gewalt hintersteckt, dann wird das Elternteil, also der Täter oder die Täterin, nicht jedes Mal zum selben Arzt gehen, weil dann würde sich so ein Verdacht natürlich erhärten, wenn es jedes Mal mit Hämatomen da ankommt. Stattdessen wird der Arzt dann jedes Mal gewechselt. Das nennt man dann Doktorhopping, um diese Verdachtsfälle eben so weit wie möglich zu verhindern. Und bei RiskKid kann ein Arzt jetzt, der bei einem Kind Hämatome findet, nach dem Namen des Kindes suchen und dann feststellen, ob andere Ärzte den Namen des Kindes schon eingetragen haben und ähnliche Befunde festgestellt haben. Und in dem Fall erhärtet sich dann so ein Verdacht viel eher oder stellt sich eben auch als nichtig heraus. Denn wie Dr. Seifert schon im Beitrag gesagt hat, Misshandlung ist eben wie eine chronische Krankheit, also die passiert allermeistens über einen längeren Zeitraum. Deswegen hat das Land NRW 2022 als erstes Bundesland gesetzlich den ärztlichen Informationsaustausch bei Verdacht auf Kindesmisshandlung und Missbrauch ermöglicht. Für Dr. Seifert ein absoluter Meilenstein. Vorher musste man die Eltern immer fragen, ob die das Kind da eintragen dürfen. Jetzt geht es ohne diese Einwilligung. Und deswegen kann RiskKid jetzt viel genauer arbeiten und Rheinland-Pfalz, Bayern und das Saarland haben übrigens auch schon nachgezogen, was dieses Gesetz angeht. Ja, dann bleibt noch spannend, wie viele Bundesländer da jetzt auch noch nachziehen. Kann man denn sagen, dass der Kinderschutz in Duisburg schon gut aufgestellt ist? Also im Grunde genommen kann man das schon mit Ja beantworten. Das zeigt ja dieser Fachtag eben auch. Aber es kommt darauf an, wie viel man den offiziellen Zahlen jetzt entnehmen kann oder möchte, die die Polizei vorgestellt hat. 2022 wurden 137 Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern in Duisburg verfolgt, die vor allem durch Kinderpornografie bekannt worden sind. Und das ist eine Vorjahressteigerung von 42%, was jetzt erstmal
wahnsinnig klingt. Alexander Dirselus hat dazu aber gesagt, dass man zum einen dann noch den Effekt von oder Nacheffekt von Corona spürt, aber eben auch dahinter stecken kann, dass viel mehr mittlerweile aufgeklärt werden kann, weil es gibt mittlerweile in Duisburg ein Kommissariat bestehend aus 15 Leuten, die sich mit solchen Fällen beschäftigt. Vorher waren es nur 2. Also das ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Und die Verfolgung und auch Früherkennung von Missbrauch hat sich dadurch erheblich gesteigert. Und spannend noch übrigens zum Abschluss, die Polizei Duisburg ist seit kurzem eine von 3 Kommunen, die an einem KI-Pilotprojekt beteiligt sind, das die ganzen Massen an kinderpornografischem Bild- und Videomaterial sichten soll, damit das eben nicht mehr händisch passiert, weil A, dauert viel zu lange und B, ist auch belastend für die Menschen, die das machen müssen. Also dahingehend könnte KI irgendwann noch einen großen Meilenstein herbeiführen. Das wäre dann ja auf jeden Fall wünschenswert. Vanessa, danke für die Einblicke in das Thema Kinderschutz bei uns in Duisburg. Gerne.